Lasst uns frei einig sein und werden. Es war einmal ein Blechtrommler, der hieß Oskar. Oskar, du gibst mir die Trommel und ich gebe dir Schokolade. Nein, Oskar will nicht. Grüß dich, Heinrich. Hallo, Markus. Wir sind mal wieder am Amtsgericht angelangt. Ja. Nicht am Landgericht oder Oberlandgericht. Und du warst heute auch Prozessbeobachter oder Presse. Was hast du denn heute beobachten können? Ja, Erstaunliches an diesem frischen, kalten Wintertag, muss man sagen. Es schneit ja ein bisschen. Und das alles wegen einer Trommel. Also die BRD-Justiz beschäftigt sich immer noch, trotz der Protokolle des Robert-Koch-Instituts, mit denen, die genau die Inhalte dieser Protokolle auf die Straße brachten und die Kritik an diesen Protokollen oder den Inhalten zuwiderlaufenden Politik eben öffentlich machten. Im konkreten Fall ist der Sonntag, die aufgehalten wurde und durchsucht wurde. Beides Mal muss ich mich fragen, warum hat man es auf diese Frau abgesehen gehabt? Und ich hatte den Eindruck, ein Polizist hat dies auch ausgedrückt und verbalisiert, er kannte diese Frau als jemand, der auf diesen Demonstrationen auffällig war. Warum war sie auffällig? Wegen der Trommel. Heute hauen wir auf die Pauke. Eine Blechtrommel. Eine Blechtrommel, ja. Und das war das, was sie auffällig machte. Und natürlich mit kräftiger, lauter Stimme hat sie sicherlich auch die eine oder andere Parole von sich gegeben. War das vielleicht der Grund, dass man sie zweimal herausgenommen hat und durchsucht hat, die Taschen durchsucht hat und unter Behauptung, die Identität sei nicht klar, dann sogar weiterging und abgetastet und alles Mögliche gemacht hat? Diese Frage muss ich mir schon stellen. Und ob dies nicht Willkür ist und das Willkürverbot hier durchbrochen wurde. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Es gab ja nicht nur diese Blechtrommel, sondern es gab noch ein Messer. Das Messer aus den 12 Geschworenen fällt mir gerade ein. Ja klar, natürlich. Also die Messereien, wir haben ja in Deutschland jeden Tag etliche Messerattacken. Insofern ist das Thema natürlich gut und die Messerverbotszonen bringen ja bekanntermaßen nichts. Aber hier handelt es sich noch nicht mal um ein Springmesser oder ein Klappmesser oder einen großen Dolch, sondern um ein Gärtnermesser, um Blumenstängel zurechtzuschneiden, was in dieser Arbeitsklupft eben übrig blieb, als die Esther zufällig an einer Demo vorbeiging und gefragt wurde, ob sie nicht als Ordner mitmachen wollte. Ja, und sie wurde rausgegriffen, sie wurde durchsucht und dann fand man das Messer und damit will man sie jetzt aufhängen oder abschneiden. Ja, heute ging es nicht zu Ende, es wird in 2 Wochen, 2. Dezember wird es fortgesetzt. Wir haben uns seit Anfang des Monats nicht mehr gesehen. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. Ich habe ja zu Beginn des Monats Krankheitsprobleme gehabt. Ich hatte Rücken, würde Harpe Kerkeling sagen. Und dadurch ist das landgerichtliche Verfahren verschoben worden. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Interessant war bei mir, dass es seitens des Richters Anfragen gab, ob es mit rechten Dingen zuging. Das ist nicht gut, wenn ein Richter sowas tut. Also man wird sehen, wie es an dieser Stelle weitergeht. Ich werde auf jeden Fall aufrecht bleiben für das Recht, für die Gerechtigkeit, für ein freies, souveränes Leben. Und dafür werde ich die Kräfte sammeln. Ich selber werde weiterhin in den Ring steigen, bis die Feinde der Freiheit und der Gerechtigkeit besiegt sind. Dann lieben Dank, Heinrich, für die Teilnahme am Interview und für deinen unermüdlichen Einsatz. Und dann gucken wir mal, wo wir irgendwie ein warmes Getränk finden. Ich danke dir, Markus. Ich danke dir auch, denn hier gibt es ja ein gemeinsames Verfahren, wo man eine Satire versucht zu missbrauchen, dich und mich mit dem NS in Verbindung zu bringen. Und diese Vorgehensweisen, die haben tatsächlich faschistoiden Charakter. Dass man diejenigen, die vor
Zuständen warnen wollen, wie sie damals geherrscht haben, mit dem System der damaligen Zeit gleichsetzen. Die haben gut gelernt aus den 12 Jahren, die uns deswegen vor den Kadi zerren wollen. So, ich glaube, jetzt werden wir hier weggeweht. Wir werden weggeweht. Es wird kalt. Danke dir, Heinrich. Ja, schönes Wochenende. Tschüss. Grüß dich, Esther. Hallo, Markus. Wir sind heute am Amtsgericht und du warst heute die Angeklagte. Jawohl. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es gegangen ist. Was soll ich sagen? Ich bin angetreten, um einen Freispruch erster Klasse für meine juristische Person zu erlangen. Einen Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Ja. Und wie ist es gelaufen? Es war sehr langwierig. Ich habe mir im Vorfeld so mal ein bisschen die Situation angeguckt und habe da ein paar Paragraphen dazu rausgeschrieben, was mir als Laie, der ich auf dieses mir fremde Spielfeld gezogen wurde, zusammengeschrieben habe oder was für mich da sinnvoll erscheint, und habe das dann zum Besten gegeben. Dann wurden ja 3 Zeugen befragt. Wie ist es da so gelaufen? Magst du da noch ein paar Details erläutern? Ja, ich habe da ein paar Fehler begangen, weil ich eben nicht nur Fragen so gestellt habe, wie man die fachlich, sachlich richtig stellen müsste. Ich die Rüge gekriegt, kann ich mit leben. Wie gesagt, nicht mein Spielfeld. Aber im Groben und Ganzen würde ich sagen, dass es ganz okay so war, und ich bin da guter Dinge. Und wann geht es weiter? Es geht am 2. Dezember weiter, um 9 Uhr im Gerichtssaal 107, glaube ich, wieder hier im Amtsgericht Stuttgart. Und dann werden wir wohl auch die Videos beim nächsten Termin sehen. Mein Rechtsanwalt wird da einen Beweisantrag stellen, und wir werden diesem unvollständigen Polizeivideo noch ein paar vollständige Videos hinzufügen, die dann vielleicht beweisen können, wer die Wahrheit sagt und wer das nicht tut. Dann vielen Dank, Esther, für die Teilnahme am Interview. Jetzt kommt die Sonne raus hier. Mhm. Und für deinen unermüdlichen Einsatz. Und bis demnächst. Vielen Dank, mein lieber Markus, für deinen unermüdlichen Einsatz. Wenn ich könnte, würde ich dich entlohnen auf irdischen Wegen. Das ist mir nicht vergönnt. Ich hoffe, dass es ein paar andere da draußen gibt, die dich unterstützen. Und ich kann dich im Gebet unterstützen. Dank dir. Super, vielen Dank. Lasst uns frei eins und werden.